Herzlich willkommen zum, zur Fortsetzung des Livestreams. Aus 2 Minuten wurden dann noch eine halbe Stunde. Weil Technik. Und jetzt spielen wir so weiter. Die KI übernimmt den Schweden. Und ich werde einfach dann diesen Krieg gegen die KI gewinnen. Das dürfte nicht so schwer sein. Und damit ist das Problem auch gelöst. Welches hin und her sich gerne mal anhören möchte, ich habe es aufgenommen. Ich habe es auch aufgenommen, ja. Sehr gut. Das ist natürlich für das romulanische Sternenimperium keine einfache Situation, weil wir hatten uns ja auf die Situation geeinigt, 2 gegen den Rest der Welt, jetzt heißt es 1 gegen den Rest der Spielwelt. Ein bisschen unangenehm. Mit deiner isolierten Stellung dort am Ende der Welt, neben Baby ist, da kannst du eh... Weißt du? Dr. Proof hat Gustav Adolf den Krieg erklärt. Das war so klar, sobald der Kiro raus ist, gell? Ja, WB, ich kann dir da in bester Manier von der Frau Merkel nur sagen, ich spreche dir mit vollstes Vertrauen aus. Das ist lieb von dir. Sehr schön. Die Merkel. Aber nicht alle menschlichen Fraktionen wenden sich jetzt gegen die Romulaner. Dr. Proof ist bereit, mit mir hier ein paar freundschaftliche Handelsverbindungen einzugehen. Finde ich sehr, sehr anständig von ihm. Und ich kann auch alles brauchen, was ich hier an Freundschaft und Unterstützung haben kann, weil gleich ein feiger Angriff von Babyish kommen wird. Es kommt kein feiger Angriff. Nein, ein mutiger Angriff kommt. Typisch deutsch. Typisch deutsch. Um 0.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ich darf nur kurz daran erinnern, ich habe immer noch im Chatfenster rechts oben hier bei Civ 5 drinstehen eine Botschaft von Egonson an Babyish, der an alle geschickt hat. Okay, dann in 3 Runden auf Romulus 5. Ich habe er hat mich überhaupt nicht mal angeschrieben, weil ich mit ihm überhaupt gar nicht geschrieben habe. Sehr gut. Das ist nur bei der Geschichte. Ach, verdammt, ja, alle warten auf mich. Ja, ich wollte gerade schon passiert? Sagen. Ja, manchmal musst du mich erinnern, ich bin ja auch schon älter. Och komm, weil... so alt bist du doch noch gar nicht, Junge. Och komm. Okay, es ist eine blöde Idee, gegen den Computer jetzt so Krieg zu führen, dass er vor einem den Zug machen kann. Sodele. Ja, du stehst jetzt da, das ist kacke. Du stehst da, du... Ach Gott, was ist denn hier? Stell dich hierher. Genau, Bereitschaft. Egonson grad. Moskau ist noch nicht umbenannt, Krim auch nicht. Ha, die Krim! Ah. Nee, ist alles bis auf Moskau umbenannt. Ich hab's nur... Moskau. Schön. Jetzt fängt das Gesinge wieder an. Und die Zuschauerzahlen steigen in die Höhe, weil das Gesinge jetzt anläuft. Ja, weil wir nichts gespielt haben, wahrscheinlich. So, oh, endlich hören sie mal auf mit dem Scheiß. Ja. Netzilabenzin! Trakeos fragt: Oh! Dürfen wir lachen, wenn Egonson den Krieg gegen die KI verliert? Das darf sie wohl, weil ich gerade festgestellt habe, da wir ja mit gleichzeitig spielen, wird der Computer immer seinen Zug vor mir ausführen. Aber gut, er hat dann wenigstens seinen Zug, denke ich mal, komplett ausgeführt und ich kann dann darauf reagieren. Wobei ich ja jetzt Dr. Proof an meiner Seite habe. Ja, Japaner sind natürlich an deiner Seite vom großen Schwengel. Sehr gut, sehr gut. Nimmst du dir Romulus da im Norden vor bei Gerro de Potosi? Sehr gut, dann kümmere ich mich um Romulus hier unten. Und? Welches Romulus? Das Sechser Romulus an der... am Golf von Romulus. Du meinst... Ach, da unten am... Naja, mit dem Salz dann. Meinst du das? Genau, ja. Stein. Okay. Ja. Dann werde ich mich dem Romulus mit dem Naturkrieg widmen. Japan hat eine Ideologie eingeführt. Ja, haben sie. Na, da schau her. So. Wer war Wilhelm Schickard? Wer war das mal? Wer war Wilhelm Schickard? Das ist die Frage. Nee, Marduk, heute trinke ich keinen Wodka, sondern Rum.
Mit drei R. Gibt's heute nicht. Man muss sich ja auch weiterentwickeln. Genau. Ja. Und schau mal auf meine zweite Stadt, Egon Zorn, damit auch genau weiß, was ich trinke. Ja. Beim Kupfer. Das trinke ich. Schon den ganzen Abend. Den ganzen Abend, vor allem als wir um 15 Uhr angefangen haben, hast du natürlich schon den Abend eingeleitet. Jetzt für mich den ganzen Abend, ja. Kuba Libre. Ich kann ja nicht sagen den ganzen Tag, weil ich habe ja noch nicht so früh angefangen. Stell dir mal vor, du stehst morgens auf, weißt um 8 Uhr, komm jetzt erstmal ein Kuba Libre hier. Der war schon am Abend davor gemacht und in den Kühlschrank gesteckt. Ach ja, echt die Hitze, die macht allen hier, macht uns alle plemplem. Glücklich. Glücklich. Hitze macht glücklich. So, unsere beiden neuen Kriegs... Jo, Blackie, guten Appetit. Kriegsgegner sind Danke. Ganz ruhig. Tja, was soll ich dazu sagen? Romulane wird mit O geschrieben und nicht mit U. Christina erklärt uns den Krieg. Was? Gegner aller Orten. Ich erkläre Krieg. Ja, weil ich mit Baby ist mittlerweile im Krieg bin, weil ich ihn angegriffen habe. Ich habe auch schon eine Einheit von ihm vernichtet. Mach Sachen! Wo ist die Front zwischen Hamburg und Romulus 5? Das solltest du deinen Waffengefährten fragen, nicht mich. Also mir ist es ja egal, ich bin ja eh... Dann ist ja prima, dann lass uns doch das Thema wechseln. Ich hab nur Angst, dass Egon zum Vorbeischneid so, hallo. Da ist jemand gereizt. Gereizt. Schatz. Und die zweite Einheit futsch auf Seiten meines Gegners. Kann passieren. Mal, ja, du greifst mich einfach ohne Grund an, obwohl ich dir gar keinen Grund gegeben habe. Ach komm, du hast meine Stadt Romulus 5 umzingelt mit Truppen, chattest mit Egonson und machst einen auf Unschuldslamm. Das ist dreist. Warum soll das dreist sein? Ich habe nicht mal... Guter Tonfall. Nein, natürlich nicht. Du hast meine Städte nur deshalb umlagert, weil das sind Touristen, die wollen die kulturellen Schätze von Romulus 5 besuchen. Ja, genau. Gehen. Ich will einfach nur die Amerikaner besuchen und nachfragen, was die NSA treibt. Ja, ich bin in Deutschland. Ja, unwahrscheinlich. Ja, na klar. Da musst du ja nur einen schicken. Wie war es früher bei der EU, Heinz Brinks? Wie lange brauchst du noch für deinen Zug? Mal gucken. Ja, da braucht ziemlich lange. Und ich sehe auch gerade, unsere beiden Chat-Moderator sind gerade nicht ansprechbar. Weil sie? Mikrofon weinen. Aus hatten. Weil sie weinen gehen mir hat sich das Mikrofon irgendwie deaktiviert, ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich nichts gedrückt. Jetzt oder bist du, nach, oder bist du wein gegangen? Ich wollte gerade sagen, Breitigbull, deine Rechtfertigung für den Krieg hört sich ein bisschen so an wie das vom letzten Livestream in Pandora, ne? Tja, ist nicht bewährt. Da habe ich auch einen Krieg erklärt, weil ich dachte, die gegnerischen Einheiten umstellen meine Stadt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es nur Speereinheiten gewesen sein sollen. So kann man sich irren. Ach, da habe ich jetzt, war ich nicht schnell genug. So. Ja. Oh, was haben wir denn da Schönes? Nochmal meine Spezialeinheit bauen. Warum nicht? Ja, bitte, du stöhnst so laut. Was ist los? Ja, Piru? Ah, nee. Ah, lustig, dass er noch als Piru angezeigt wird. Ich hab hier einen Carolina angegriffen, der jetzt noch einen Trefferpunkt hat. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich, wenn das passiert. Sehr. Ja, immer dieser berühmte eine Trefferpunkt, gell? Ja. Passiert immer nur mir. Das ist voll unfair. Ja. Aha, okay, so schaut also das Ganze aus, alles klar.
Sixtinische Kapelle von Egonson fertiggestellt. Ja, ich kann nicht nur schießen, ich kann auch schön. Ich kann auch schön. Ja. Soll denn das heißen, du kannst auch schön? Weil wenn hier das russische Weltreich, dann... Oh, wenn das russische Weltreich steht, dann muss es natürlich auch ein bisschen repräsentativ daherkommen, ne? Mhm. Damit es an Langlebigkeit gewinnt. Ich habe mir schon alles genau überlegt. Ah ja, na dann. Kann es ja nur gut werden. Auf jeden Fall. So, haben wir endlich mal hier... Egonson soll die nächste Stadt Wodka Hochburg nennen. Wenn ich überhaupt noch eine Stadt gründe. Aber wenn, dann überlege ich mir das. Übernehmen noch Moskau. Nee, Moskau bleibt Moskau. Allein schon wegen dem Ohrwurm, den man dann hat. Moskau, Moskau, Moskau. Ich war so glatt, dass man da Er hat auch... Hörst du auf zu linsen, zu lunzen? Ich hör auf zu linsen. Linsen oder lunzen? Lunzen. Lunzen? Mann, ist das hier warm, ey. Da gehst du ja kaputt. Na, morgen sollte angeblich wieder kühler werden. Sehr schön. Ich bin mal gespannt. So, Arbeitswoche. Na komm. Ego, dann und BB müssen noch. Ich hab hier 100 Einheiten, sorry. Ja, 400 gekaufte Einheiten. Verknechtet und versklavt. Na, da gucken wir mal, die Demografie. Aha, aha. Aha. Ja. Ja. BB hat jetzt ganz schön aufgerüstet. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, mal in die Taste F9 zu drücken, den Demografiebildschirm aufzurufen und sich anzuschauen, wie die Kräfteverhältnisse sind. Die Punkteführerin Tracina auf dem letzten Platz bei der Soldatenliste und die Romulaner auf Platz 1. Was sagt uns das? Nichts. Ja. Das sagt, Tracina hat einfach zu viele Weltwunder gebaut, die einfach Punkte bringen, aber eigentlich effizient selten sind. Es kommt drauf an. Im Krieg kann halt so ein Brandenburger Tor halt keinen Stein schmeißen auf eine angreifende Truppe. Sagst du? Ja komm, das nehmen wir. Aha. Ja, komm, geh da hin. Ja, komm. Na, komm. But, but, but. Och, Mensch. Dahin. Und wieder eine Einheit futsch auf Seiten von Baby Ish. Kann passieren, wenn man sich gegen die Romulaner stellt. Ich stelle mich nicht gegen die Romulaner. Du hast doch einfach einen angegriffen, ohne Grund. Ohne Grund? Doch nur einfach deine Kriegslust. Deine Kriegslust. Einfach nur dämpftigen. Du kannst gerne versuchen, durch diese Propagandaversuche dich in den Geschichtsbüchern zu verewigen, aber gemahne bitte dann gegen Ende dieser Partie folgendem Satz von mir. Letztendlich schreiben die Sieger die Geschichte. Richtig. Ja, und nochmal eine kluge Bemerkung von Dr. Proof, der mir laufend zustimmt. Also, es gibt so kommt Momente, auf mal. Das ist wie mit diesem, den richtigen Moment abwarten zum Klatschen. Einfach nochmal so ein bisschen Rückenwind von jemandem kriegen. Wie sieht das eigentlich aus im Chat? Die Sympathien des Chats sind da oft auf Seiten desjenigen, der hier in der Minderheit ist. Und auch wenn im Chat die Romulaner vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind, könnten sie doch vielleicht sich auf der Seite der Minderheit stellen, die hier im Spiel ist, nämlich die Romulaner, die von allen Seiten angegriffen werden. Fast von allen Seiten, von Dr. Proof natürlich nicht. Ja, weil Dr. Proof sich auch nicht traut, sich gegen dich zu stellen.
Das war aber sehr durchsichtig gerade. Nötigen Respekt. Ich glaube, da ist der Respekt etwas überbewertet. Wenn schon einer einfach grundlos angegriffen wird. Also er hat ja bestimmt Gründe gehabt. Grundlos. Und ja, die Gründe sind also einfach nur, damit er seine Frauen in Romulus. Also einfach nur. Als Deutscher und Bismarck müsstest ja wissen, was damals der Drei-Länder-Bund war, der halt immer verhindert hat, dass Deutschland niemals in die Situation kommt, an zwei Grenzen gleichzeitig kämpfen zu müssen, wie das leider zum Ersten Weltkrieg dann in diese Situation gebracht wurden. Hier steht, die Rouladen werden untergehen. Ich liebe Rouladen. Ich muss sofort Frieden aussprechen. Nur kurz für die Statistik. Schon wieder eine Einheit auf Seiten von Baby Isch Futsch. Kann passieren. Da stehe ich doch dem unterdrückten Baby Isch zur Seite, wenn er gegen die romulanischen Aggressoren da kämpfen muss. Die Rouladen-Aggressoren, bitte. Ja. Richtig. Sie kommen mit Speck und weißen Zwiebeln auf dich zu. Sehr cool. Aber ohne Gurken. Ja. Ich wollte einfach nur eine Gastfreundschaft, einfach nur mal vorbeigucken. Mehr nicht, und du greifst einfach an. Die Amerikaner, die verteufeln ja auch jeden. Weißt du, wenn die schon jeden ausspionieren, sogar die Angela Merkel, dann, die sehen doch in jedem den Teufel. Mehr ist es doch nicht. Du kannst die Amerikaner gerne so viel angreifen, wie du möchtest. Das ist mir als Roulade oder Remoulade vollkommen Schnuppe. Ja, die Roulade kann aber auch ganz erkocht werden dann am Ende. Das war eine subtile Drohung. Respekt. Ich habe schon lange die Tracy nicht mehr angefeuert. Go Tracy. Ja, Tracy, was machst du überhaupt? Machst du den fiktiven Krieg oder bist du überhaupt dabei? Nicht dabei. Gegen WB, du hast doch Krieg eröffnet. Ich habe Krieg eröffnet. Das davon wüsste ich aber. Ey, hast du Krieg gemacht oder was? Ey, hast du Krieg gemacht, Alter, hier? Alter, ich geh Klo, ey? Ey, ich schwör auf Koran. Kannst du schon nicht hier einfach Krieg machen, wenn ich komme? Was Oren schreibt, hold the Queen Tracina, stimmt ein Chor an. Okay. Friedensvertrag-Angebot kam rein von Baby Isch, wurde natürlich von der Remouladen- und Rouladen-Fraktion abgelehnt. Der Tisch war einfach noch nicht fürstlich genug gedeckt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Wenn du Frieden haben möchtest mit den Romulanern, dann solltest du uns ein bisschen fetter machen, irgendwas anbieten. Nicht nur Frieden, sondern auch irgendwie einen Schatz. Zum Beispiel den Kopf von Egonson oder die Rumvorräte von Tracina oder den Esprit von Dr. Proof oder irgendwas anderes, bitte. Ah, der Esprit. Für mich hat er sich richtig rausgelehnt. Und fancy-schmancy Fremdwörter benutzt. Er hat Angst vor dir. Deswegen versucht er dir jetzt in den Allerwertesten zu kriechen. Er will mir Honig um den Mund schmieren. Oh, guck mal, was da vorne steht. Tracinisten, vereinigt euch, genau. Was, er will der Honig um den Allerwertesten schmieren? Nein, das bringt überhaupt nichts. Und dann abschlecken oder was? Es war schon knapp an der Grenze, aber Tracy muss da natürlich schon mal so drüber. Ja, und hey, genau. Guck mal, wo ich bin. Wo ist denn das? Ich erinnere mich an einen schrecklichen Fakt, den ich aus der Pornindustrie im Kopf habe, und zwar, dass Pornodarsteller generell ein Analbleaching machen, was aber gesundheitsschädlich ist. Weil jeder ist hässliche. Naja, ich stopp lieber. Irgendwas habe ich gerade verpasst, den Zusammenhang zu Civilization 5. Da sind wir schon lang. Vor Stunden haben wir uns da schon entfernt von. Aber der Zusammenhang zu Civilization 5 ist zum Beispiel, dass Pornografie geschichtlich häufig zensiert wurde. Zur Sucht? Ja. Zum Beispiel in der ägyptischen Fundgrube etc. wurde nämlich häufig Pornografie, vor allem die Götter wurden in Ägypten, sehr massiv mit sehr großen Argumenten dargestellt. Vor allem beim etwas niederen Volk. Und genau solche Funde wurden dann wirklich bei Ausstellungen zensiert.
So, geschichtliches Zeug wurde zensiert. Richtig, das wurde dann wirklich bearbeitet im Nachhinein. Und Sachen, wo die es nicht bearbeiten konnten, haben die dann lustigerweise zum Beispiel das Schild von der Ausstellung über so einen riesigen ägyptischen Penis geklebt. Damit das kein Besucher sehen muss. Muss. Sehr schön. Kann ja auch Angst machen. Wie läuft's bei euch so? Ich schlage mich hier ganz gut, möchte ich behaupten. Naja, läuft. Es läuft. So, was die Russen als nächstes erforschen, ist ja wohl klar. Brauche ich gar nicht zu sagen. Da bleibt ja nur eins. Und alle so, was wird das wohl sein? Du machst ihn sehr, sehr neugierig. Ja. Na, der Schwede wird nicht lange überleben. So viel steht fest. Ja, die KI stellt sich nicht besonders geschickt an. Nö. Mit allen als Feinden, wie soll er, was soll er machen? Das ist ein bisschen anstrengend. Ich wollte nicht noch angreifen. Das wäre mal die erste Maßnahme. Wie sie alle ruhig sind, als ob es was zu essen gibt. Piro ist weg. Wieso ist er weg? Gerade wurde nämlich gefragt, wo ist Piro? Ah, okay. Ach so. Piro ist jetzt im Moment nicht im Spiel. TS. Ja. Und auch nicht im Spiel. Der hat ganz viele Bluescreens, weil WB so ein mit seinen Amerikanern, mit der NSA dauernd einen Hackerangriff gemacht hat. Interessant. Hier steht, weil wer Ohren schreibt, mein Lieblingsergebnis wäre Dr. Proof als König und Tracy als Königin. Ah. Mhm. Wäre mir auch lieber, als mit irgendjemandem Männlichen da zu sitzen. Depp. Oh, es ist so warm, ey. Ach, was? Wer kommt denn da? Mein Bruder ist im Chat angekommen. Oh. Hallo, Tracys Bruder. Erzähle bitte alle dunklen Geheimnisse von Tracina. Würde er nicht machen. Wie war sie so als Kind? Hat sie da auch schon getrunken um 3 Uhr mittags? Ja, genau. Rum in der Nuckelflasche. So, wie Milch 43 statt Muttermilch. Ja. Bei mir hackt es gerade, bei euch auch? Ich kann ja, bei mir nicht. Auch. Ist wieder jemand geflogen? Oder? Nö. Nein, also bei mir ist alles mega flüssig. Also Socke kommt gerade zurück ins Spiel oder wie auch immer. Wer joint da? Wer ist Socke? Keine Ahnung. Babyisch? Könnte es sein, dass du unter Umständen gerade raustappst aus dem Spiel? Du hostest ja, das kann manchmal dazu führen. Nee. Socke ist irgendeiner, der beigetreten ist, aber ich weiß nicht. Ich habe Socke nicht im Steam-Account drin. Irgendjemand ist online und ist dem Spiel beigetreten. Aber ist jetzt erledigt. Ja, ich habe den gerade rausgeschmissen. Ihr müsst alle mal auf beschäftigt gehen oder auf offline. Jo. Weil. Schon erledigt. Ja, ich glaube von Socke, keine Ahnung, wer den im Steam-Account drin hat. Nennt seinen Namen nicht, er will das ja nur. Gib ihm nicht, was er will. Genau, das ist wie so ein Flitzer. Ja, nicht so gut. Einfach nur so machen, als ob es nicht gegeben hätte. Vor allem ist es auch sowas von arschig, weil es ja wirklich unser Spiel massivst verzögert. Also es ist ja... Naja. Ich muss auch sagen, das hat mich jetzt auch psychologisch stark getroffen.
Ich bin auch nicht mehr dasselbe wie eben. Oh, ja. Matthias schreibt, Tresina ist als Baby in einem Topf voller Alkohol gefallen. Ich hab Superkräfte. Dauernd besoffen. Nochmal eine Einheit futsch auf Seiten von Baby-Ish. Noch eine Einheit futsch. Jetzt wird's langsam ein bisschen spannender hier. Ja, du das möchtest ja auch unbedingt deine Kriegslust immer haben. Das ist natürlich auch nichts anderes. Brauchst du Hilfe bei Romulus, Dr. Ich fürchte, die kommt zu spät. Kein bisschen. Okay. Es wäre nur schön, wenn deine Einheit mal ein bisschen wegbewegst, damit ich auch mich ein bisschen hier bewegen kann. Wo denn? Überall. Überall? Ich hab grad mal drei Einheiten, wenn denn überhaupt, in der unmittelbaren Nähe. Ich brauche einfach Platz. Ja. So haben schon Kriege angefangen. Es geht nicht um dein Gewicht. What? Frauen sind da ja empfindlich. Oh, jetzt geht er auf die psychologische Schiene. Warum Männer besser einparken können und Frauen so viele Schuhe mögen oder wie auch immer das Buch hieß. Genau. Schuhe werden überbewertet. Oder Gender-Stereotypen in Buchform. Richtig, Bücher sind definitiv überbewertet, deshalb haben wir sie auch früher alle verbrannt. Eben. Und aus uns ist trotzdem was geworden, weißt du? Ja. Es wurde auch einfach damals falsch vermittelt, weil die Bücherverbrennung, das war eigentlich der Anfang von der Entwicklung von Wikipedia und dem Internet. Aber der Krieg war ja dann schon vorbei, zu früh, bevor überhaupt Adolf Hitler diese große Errungenschaft für Deutschland veröffentlichen konnte. Dann haben es die Amis gemacht. Hört, hört. Hört, hört. Alles exportgut. Ja, jetzt kommt der Proof. Braunes Gedankengut. Ganz böser Typ. Dabei bin ich sehr liberal. Ich habe doch gar nicht wegen dir geschnauft. Doch nicht. Du hast bestimmt wegen der Hitze geschnauft. Ja. Es ist zu warm. Ich weiß nicht, ist es eigentlich warm bei dir, Tresina? Bei Tresina ist es so warm, dass die Sonne schon überflüssig wäre. Ich bin auch warm. Also, wow, Blacky, du bist immer wieder da. Ja, bin gerade fertig geworden mit Essen. Aber ich denke, ich lasse euch lieber alleine. Ihr macht schon genug Spaß hier. Ja. Außerdem sehe ich ja, was Egon Sonn hier vollbringt. Wie er sich einfach nicht so gerade mit Rum bekleckert hat. Mit Rum bekleckert. Bitte was? Ich war ja wohl von. Gut, man mag die Strategie, die ich am Anfang gefahren habe, seltsam gefunden haben. Runde klicken. Aber es zeigt ja jetzt wohl, dass ich alles richtig gemacht habe. Ja, du meinst die Strategie pro Runde zwei Einheiten verlieren, oder? Ja, eben, das war doch nur ein Bluff. Dann, dass alle denken, haha, den habe ich locker in der Tasche. Und dann verlierst du noch ein paar Städte, ja? Und wenn sie dann vor der Hauptstadt stehen, dann steigst du aus dem Spiel aus und sagst, so viel Spaß noch, ich gehe jetzt raus ans Schwimmbad, Alter. Na gut, viel Spaß noch, ich bin im Chat. Ne? Viel Spaß. Sorg da mal für Ordnung. Jawohl, hab genau. Durchgegriffen. Alles da klar. Ist ja. Nö, da ist alles friedlich. Du da. Sehr gut. Breitring Bull ist aber sehr entspannt. Alles läuft ganz hervorragend. Ich kann mich nicht beklagen. Egonson will seinen Zug nochmal überdenken. Ständig. Ja, und Dr. Proof muss auch mal weiter klicken. Ich hab schon weiter geklickt. Ja, bei mir bist du aber noch aktiv. Bei mir nicht. Takor? Nö. Nur ja, was? Writing Bull. Wie viele Zuschauer gucken denn gerade zu? Im Moment sind es etwa 200. Aber das, wie gesagt, das schwankt stark. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Blink gleich. Wer nicht brav ist, fliegt raus! Oh, wo ist ein Gewitter? Im Norden? Oh, ein Gewitter wäre jetzt schön. Ja, das wäre schön. Solange nicht das Internet darunter leidet.
Warum leidet da dein Internet drunter? Was ist Satellitenverbindung? Ich? Wobei, wie was? Ah, nee, Writing Bull, ich wollte gerade sagen, dass Writing Bull sich tatsächlich an die Vorgabe hält, nicht zu reden, bevor er seinen Zug beendet. Ja, so ist es. Ich bin immer noch am Ziehen. Ja, ja. Und hab den Satz aber nicht zu Ende geredet, weil mir was anderes in den Kopf geschossen ist und ich mir gedacht habe, an den Kopf geschossen, das ist bitter. In den Kopf geschossen. Ich mir gedacht habe, dass alle verstehen werden, was ich jetzt denke. Es kommt nicht drauf an, was ich sage, sondern was ich meine. Es kommt auf den Inhalt an. Genau, du hättest dir doch denken können, dass ich eigentlich lieber ins Kino gegangen wäre, anstatt essen zu gehen. Auch wenn ich gesagt habe, ich würde gerne essen gehen. In welchen Film wolltest du denn gehen? Mir egal, entscheid du. Black gefordert Modrennen. Also ich würde ja in die Disney-Produktion gehen, in Malifaz. Der ist voll scheiße. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, Moment, der ist voll scheiße, ich habe den schon gesehen, und der ist voll scheiße, weil ich einfach aus meiner Überzeugung heraus, dass Disney-Filme, die mit Märchenkonzepten sind, einfach Kacke sind und nichts für mich sind. Ach so, wir haben es jetzt gerade tatsächlich davor. Und schon wieder eine Einheit futsch auf Seiten von Babyisch. Schön, dass es immer so durchgibt. Ja, und jetzt einfach eine Einheit futsch auf Seiten von Wilding Bull. Die erste in diesem Krieg? Nein, die zweite mittlerweile. Anscheinend ist das Leben deiner Einheiten nicht so wert, weil du zählst nicht immer, wer gefallen ist. Du weißt selber nicht, wie viele Leute auf deiner Seite gestorben sind. Das ist schon als General, als Führer ist das nicht humanitär. Das sind nur Statistiken für Writing Bull. Ja, für Writing Bull ist ein Leben nichts wert. Individualismus wird überbewertet. Korrekt. Ja. Das ist das Problem, wenn alle dasselbe T-Shirt tragen. Warum sagst du immer korrekt zu Writing Bull? Bist du auf Writing Bulls Seite oder was? Nein. Nö, ich kann mit Writing Bull Ansichten ganz Writing's gut leben. Bull. Writing's Bull. Das hört sich auch gerne. Writing's Bull. Oh, hier ist ein schöner Vorschlag aus dem Chat. Bleibender Bulle kann ich ihn auch nennen. Wer verliert, muss sein nächstes Let's Play auf Klingonisch moderieren. Boah. Zum Glück ist es kein Aufwand. Ja, das kommt davon, wenn man da so... Wir werden dann die grammatikalischen Fehler auswerten. Ist das schon wieder eine Einheit futsch? Wir werden einfließen in die endgültige Bewertung. Das wäre gut und das wäre gut. Ja. Wenn ich einen Gedanken habe, der am Anfang ganz gut aussieht und dann sich aber als schlecht erweist, dann ist es genau, dann äußert sich mein Körper so, wie er es eben getan hat. Genau. Blackie schreibt, Writing, gib mir deinen Bull. Wie soll man denn das verstehen? Sicher nicht so, wie es den meisten jetzt durch den Kopf schießt. Oh, knapp 260 Zuschauer. Überlege cool. Ich gerade wirklich, was ich noch machen könnte. Ja, jetzt sind es 260, Tatsache. Das schwankt wirklich sehr. Mein Ding. Ach, oh meine, komm, mach Frieden. Vielleicht jetzt haben hier. Die alle ihre Tage. Sag mal, ist euch nicht warm? Ich schwitze hier, obwohl ich mich seit einer halben Stunde nicht mehr bewegt habe. Christina muss fragen. Oh, ist euch nicht auch so? Oh, so ja, warm. Wir sollten uns rausziehen. Ist aber eine Pornoshow oder was? Jetzt Musik einspielen. Dün, 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 dün. Oh, ich muss mal eben frische Eiswürfel holen aus der Tiefkühltruhe. Und sie auf den heißen Körper legen. Oh. Tag heute Ausschnitt. V-Ausschnitt. Nee, so eine Eiswaffel und dann. Gut, dass ich heute nicht mit Cam übertrage. Oder weil du auch halbnackt da bist. Richtig, weil ich auch halbnackt da bin, damit der Schweiß gesondert ablaufen kann. In mein Handtuch, auf dem ich sitze. Mm. Ein Hoch darauf, immer Lederstühle zu kaufen. Bis der Schweiß von der Decke tropft. So, was ist denn da beendet? Oh, okay.
Ah, das können wir erneuern. Ja, würde ich auch sagen. Black Archon fragt, ob jemand ein Bild von ihm will, wie er nackt da sitzt. Weil er auch nackt ist. Nö. Ich denke mal, BB ist doch bestimmt ganz angetan davon. Wir können später noch Kontaktdaten austauschen. Was ich dann mit zwei T-Shirts anziehen, damit das eine durchgeschwitzt ist, damit es mich kühlt. Okay. Das hört sich auch wie ein Trick an, oder? Mhm. Das wird vor allem dann durchsichtig, ne, wenn es nass ist. Sag mal, ja, muss aber weiß vielleicht sein. Ist das seine geheime Agenda. Ja, ich habe aber keine Facecam an. Ja, ums Gesicht geht's ja auch nicht. Auch keine Körpercam, ja? Och Leute, zieh doch mal weiter. Sag mal, Dr. Proof, ja, hast du ja, einen Bauarbeiterfetisch? Oder bitte, was machen die ganzen Jungs da bei Wir nur Kleine bei deiner Stadt? Drumherum. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach ja, hier, Jungs, es wird nach Verlosung gefragt. Oh, wie ist es mit die Pause? Stunde ist erreicht. Ja, seit wann? Wir spielen aber erst seit einer halben Stunde. Vorhin haben wir eigentlich seit einer Stunde. Ich brauche trotzdem eine Pause, ja. Ja. Okay. Ja. Dann würden wir sagen, wir Pause. Werden jetzt erstmal kurz Pause machen, Verlosung, und dann melden wir uns wieder zurück. Dann aber die Bitte an dich, Baby, schau nicht eine Runde weiter zu klicken, damit nicht derjenige, der jetzt gleich eventuell am fleißigsten vom Monitor sitzt, noch am ehesten die Kriegszüge machen kann. Genau. Also Leute, genau, bis ich hab gleich. Mal hier mich versichert. Ja, bis gleich. Auch mal den Zug zurückgezogen. Ich bin in 1,5 bis 2 Minuten wieder da, um die Verlosung zu machen. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.